Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit einem kleinen Video mal zwischendurch so. ja, wie ihr vermutlich wisst, ist heute der 23.12. Das heißt, morgen ist Weihnachten, morgen Abend ist Heiligabend. Und ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich mal für alle neuen Zuschauer und alle neuen Abonnenten erstmal bedanken, die mich in diesem Jahr begleitet haben. Es war ein sehr turbulentes Jahr, glaube ich, für uns alle. Ja, auch durch diese schwere Zeit und alles, Corona und alles, das macht Weihnachten und vor allem Silvester dieses Jahr, ja, ein bisschen was anderes. Und ja, es ist in vieler Hinsicht ein sehr spezielles Jahr gewesen und ich möchte mich einfach bedanken, dass ihr mir die Treue gehalten habt und ja, dass ihr nach wie vor jetzt dabei seid und ja, möchte euch einfach hiermit frohe Weihnachten wünschen, liebe Leute. Kriegt die Zeit gut rum. Bei uns ist es so, ich habe jetzt gerade meinen letzten Arbeitstag für diesen Jahr hinter mich gebracht. Und ja, Weihnachtseinkäufe machen wir gleich noch die letzten Reste quasi. Also noch ein bisschen Katzenfutter kaufen und Getränke bestellen und so weiter für die Feiertage. Und ja, also hier kommt schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. Bei mir ist es noch, ja, sagen wir es mal 70% Weihnachtsstimmung, aber meine Frau ist schon 100% in Weihnachtsstimmung. Hier laufen schon die Weihnachtslieder, hier wird schon gekocht ohne Ende. Ja, das ist schon alles auf dem Weg und ja, wie gesagt, ich möchte euch einfach mal hier frohe Weihnachten wünschen, unter speziellen Umständen, aber ich hoffe, dass ihr nach wie vor mit eurer Familie, ja, und mit euren Liebsten in Kontakt stehen könnt, wenn nötig auch virtuell. Und ja, macht das Beste draus, liebe Leute. Und ja, so kriegen wir es auch hin, dass wir alle ein harmonisches und schönes Weihnachtsfest dieses Jahr haben. Genau, und eine kleine Ankündigung möchte ich noch machen. Dieses letzte halbe Jahr, wie ihr wisst, ich habe einen neuen Job angefangen. Und ja, ich hatte bis seit August hatte ich keinen Urlaub und genau deshalb werde ich jetzt einfach mal die Zeit zwischen den Tagen einfach mal nutzen, um mich mal wieder ein bisschen zu erholen, Leute. Weil die letzte Zeit, die war schon sehr anstrengend für mich und ja, deshalb werde ich zwischen Weihnachten und Neujahr, also ich habe jetzt klar bis Freitag noch weiter aufgenommen, aber ich werde dann keine neuen Videos machen in der nächsten Woche, weil ich brauche einfach mal eine Pause, Leute, das ist einfach so. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. Und ja, dann mache ich noch in der Zwischenzeit ein Jahresrückblick-Video. Das habe ich mir noch vorgenommen für dieses Jahr. Und dann werde ich aber auch das Jahr ruhig ausklingen lassen und nicht mit einem lauten Knall zu Silvester, weil es ja dieses Jahr leider verboten ist. Aber gut, Leute. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr auch so ein bisschen so die paar Minuten jetzt noch mit mir hier verbracht habt. Und ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer schöne Weihnachten und ihr hört von mir in dem Jahresrückblick-Video. Und falls ihr es nicht tut, wünsche ich euch hiermit auch noch schöne Feiertage, erholt euch gut und ja, kommt gut im Jahr 2021 an, was hoffentlich viel besser werden wird. Ich meine, ein Ende der Dunkelheit ist in Sicht, denke ich mal, im nächsten Jahr. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und wie gesagt, lasst es euch gut gehen. Ciao, euer Sebi.